Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch vierfach. So, da der Vario das beendet hat, also seine Arbeit beendet hat. So. Können wir den auf jeden Fall zum Hof zurückschicken. Und wir können uns den Auftrag hier claimen. Na, das ist sehr gut. Weil es ist das hier soweit bearbeitet und die Ballen liegen halt zwar noch da, aber die gehören uns. Na, und das ist das, was ich hier erreichen wollte. Und jetzt kann ich auch den Auftrag auch beenden. Nicht den Auftrag, den Spielstand beenden und kann neue Mods oder so dazu nehmen. Das ist jetzt schon mal sehr gut, weil wenn der drin steht 100% und du ladest den Spielstand neu, dann ist der Auftrag weg. Bekommst kein Geld, er ist weg. Ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Ich habe es auch schon mal explizit getestet. Das liegt wahrscheinlich an dem Mod oder an dem Better Contract Mod. An dem HUD Mod oder an dem Contract Mod. An einem von beiden liegt es. Weiß zwar noch nicht an welchem. Habe ich auch nicht vor rauszufinden. Ich weiß halt einfach, wie es umgehen kann. Ja. Und dann werde ich es versuchen zu umgehen. Aber jetzt kriegt erstmal die BGA nochmal eine ordentliche Ladung. Und da schießen wir natürlich jetzt deutlich drüber hinaus. So. So. Passt. Oh je, jetzt müssen wir hier gucken, dass wir hier rumkommen. Jawohl, kommen wir rum. Passt. Sehr gut, das ist eigentlich nur noch das Zeug hin und her fahren. Ganz wichtig, gegen den Zaun fahren. Das ist ganz, ganz wichtig. Das sind jetzt eigentlich nur noch die Ballen einsammeln, ne? Alle Ballen. So, die Ballen werde ich auch noch sammeln und irgendwo mal bunkern. So. Und der möchte jetzt einfach nicht weiterfahren, deswegen wieder Helfer neu starten und let's go. Oh, sehr schön. Der. Okay, da kommt wieder uns entgegengefahren. Er muss jetzt auch aufpassen. Aber wenn der stehen bleibt, dann ist es richtig. Obwohl eigentlich ja nicht, ne? Musst du gucken, dass wir das hier alles ernten. Dass wir alles abernten und dann ist der Rest uns. Aber ich glaube, da wird ordentlich Zuckerrüben überbleiben. Wieso will der nicht? Da will er jetzt einfach nicht stehen bleiben, ey. Der wollte jetzt nicht stehen bleiben. Bin ja einfach nur ein bisschen blöd hingefahren. Wer weiß das schon. Das ist echt, echt krass, was hier alles an Zeug und Sachen sind.
So. Dann können wir den zum Reparieren schicken. Hat auch schon einiges gelitten. Aber der hat ordentlich gelitten. Und noch die paar Ballen oben, die wir auch in die BGA bringen. Tanken passt. Oh. Jetzt wird es langsam lichter. Also die Zuckerrübenaufträge, die mache ich offscreen noch fertig. Die Baumwollballen, die sammle ich auch dann offscreen ein. Das ist alles gar kein Thema. Ein bisschen übernommen. Und pass mal auf, da gehen wir jetzt ganz einfach hin und sag hier Stoppzeit, weil ja. Ist einfach besser. Auf jeden Fall haben wir jetzt auch mal Zeit, um uns hier am Hof ein bisschen zu kümmern. Mal andauernd ein bisschen wegspringen. Hoppala. Komm, schön zurücksetzen. Oh. So, und jetzt können wir auch mal die Traktoren aufräumen. Aber das werde ich dann auch offscreen natürlich machen. Ja, alles noch aufräumen schön. Dass das auch wieder schick aussieht. Danke, aber du brauchst dich jetzt nicht melden. Hat genau gepasst. Ja, viele Ballen sind es jetzt halt nicht mehr. Drei Stück noch. Halt, die gehen sicher noch in die BGA. Ja gut, da muss er jetzt kurz warten. Lieferung lose, egal. So. Da kommt der nächste schon wieder angerast. Also wir werden definitiv Geld dann über haben. Ich denke, den können wir dann schon mal sagen, der soll zu 74 dann in Zukunft fahren, 54 in Zukunft fahren. Dass wir dann schon mal einen wieder unten haben. Ja, da soll es halt einfach warten, ne? Da sind wir ja rigoros. Dann haben wir da hinten den nächsten. Und der fährt er dann zu 54 schon runter, dann können wir den runterbringen und dann ist alles gut. Eieiei. So.
Ja, das wird dann schon ein bisschen entspannter jetzt. Aber unglaublich, das Feld fertig, ey, boah. Wahnsinn. Ich weiß ja, was denn hier an Gütern übergeblieben ist. Und da bist du trotzdem bei fast dieser Million. Was haben wir mit dem? Passt. Haben wir wieder blockiert, der soll dann auch direkt runterfahren. Zur 54. So. 60%, das ist echt der Hammer. Echt der absolute Hammer, was da an Zuckerrüben runterkommen. Der Fendt, der Deutz fährt noch einmal hoch. Ja, der ist auch hier ordentlich am Schuften. Am Schuften, am Machen und am Tun. Muss entladen werden. Okay, das heißt, der ist jetzt am Schluss angekommen. Machen wir erstmal aus. So, dann können wir hier auch schön die Ballen. Haben wir es jetzt auch weg. Und dann fahren wir zur 39. Mit dem hier. Weil nämlich da haben wir die Baumwollballen zum Sammeln. Zack. Ah, Moment. Muss ja. Den, der läuft ja. So. So, jetzt hier rückwärts einparken noch und dann haben wir das Ausstieg schön. So, passt. Okay, der fährt da. Der fährt zu 39. Da warten wir noch auf den Deutz, obwohl der kommt da schon. Zack. Soll eben dann auch zur 54 fahren. Danach. Der wird jetzt einmal das Feld komplett außen rum fahren. Wir fahren das Rohr ein. Und werden dann zu unserem Hof fahren. Weil dort haben wir ja die ganze Werkstatt und Co. Aber eigentlich sind wir jetzt fertig mit dem Auftrag auf der 50. Alle Rüben sind runter. Zwei sind noch unterwegs zum Abgeben. Also haben wir hier so circa 300.000. Dreihunderttausend Liter Zuckerrüben für uns. Ja, 300.000 so roundabout.
Der ist angekommen. Und den lassen wir jetzt einfach mal Richtung Hof fahren. So. Wir schauen jetzt erstmal noch die. Paletten. Rundballen. Ach, jetzt lädt er nicht mal die. Baumwollballen. Der lädt nur die Runden, oder wie? Mal schauen, was passiert. Weiß nicht, dieser Ballentyp wird nicht unterstützt. Okay, der schon mal nicht. Okay, Europaletten auch nicht. Ich gehe jetzt einfach Position für Position durch, aber. Nö. Naja. Dann machen wir es halt so. Aber gut, meine Freunde. Das wäre es dann gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.